Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 1 von Oceanhorn, meinem Let's Play hier auf dem Kanal Konso. Jo, und hier, jo, ähnliches wie bei anderen Let's Plays auch schon, mal den Publisher angefragt, mal gucken, ob da was geht. Hatte irgendwie Bock auf das Spiel, das Spiel ist hier neu für die Xbox One halt erschienen vor einer Woche, zwei, keine Ahnung. Hab jetzt nicht genau geguckt. Oh Gott. Ja, bin super geil vorbereitet. Das liegt aber ausschließlich daran, auch wenn ich mir jetzt einen abstottere, dass ich einfach tierisch Bock auf das Game habe. Ich habe es jetzt, wie gesagt, relativ frisch reinbekommen und habe mir es jetzt downgeloadet und habe gedacht, da muss ich einfach direkt starten. Ja, und jetzt da groß Vorbereitung treffen, ist eh alles unnötig. Also, spiel mal einfach mal. Ihr seht es ja, ich habe da mal so 23 Sekunden oder Minuten, keine Ahnung, mal angetestet. Ich kann euch sagen, genau so lange hat es auch gedauert, bis ich richtig Bock drauf hatte. Aber das seht ihr jetzt selbst. Die Speicherdatei 3 ist dann unser Let's Play. Also starten wir einfach mal. Conforx and Bros. Und Brothers, jo. FDG Entertainment. Die Musik ist nicht von mir. Das kann ich schon mal verraten. Immer noch nicht von mir. Jo, es regnet. Welch Wunder. Gleich sage ich noch ein bisschen was zu dem Spiel. Der leidende Programmierer ist die Anti-Villamar. Yuga Villamar. Jo, da geht's ab. Ich bin mal gespannt auch auf die Länge des Spiels. Das ist schon mal so vorab mein erster Eindruck. Bin ich einfach mal gespannt, wie lange das Ganze da dauert. Aber es spielt sich echt cool so in den ersten Sekunden. Mein Sohn, ich muss heute Nacht gehen und werde nicht wiederkommen. Mein Schicksal ist mit dem eines Monsters aus den Tiefen der Zeit verwoben. Oceanhorn. Ich höre seine schrecklichen Laute über das Wasser hallen. Es will mich holen, abermals. Aber alles geschieht schneller, als ich dachte. Und ich bin gezwungen zu handeln. Was auch geschehen mag, ich werde dich nicht verlieren wie einst deine Mutter. Diese Halskette ist alles, was mir von ihr blieb. Nimm sie und pass gut darauf auf. Ich werde dir mein altes Notizbuch von meinen Reisen dalassen. Es wird dich zu einer Insel eines Freundes führen. Es wird dir helfen, dich auf das Kommende vorzubereiten. Ich weiß, dass ich viel von dir verlange. Aber es ist der einzige Weg, Oceanhorn aufzuhalten. Oceanhorn, Monster of the Uncharted Seas. Ja, und damit starten wir jetzt mal. Wake up. Wach auf, die Zeit ist gekommen. Da unten sind sie, die Monster, die wollen verprügelt werden, ich freue mich schon. Das war ungefähr der Moment, wo ich richtig Bock hatte. Ohne Quatsch jetzt. Da ist ein böses Zeltchen und da sind wir drin, oder was? Jo. Da pennt er. Ach, die Halskette. Die Halskette quatscht mit mir. Das wusste ich auch noch nicht, das habe ich eben weggeklickt. Was? Halskette? Geht zur Höhle. So, so weit, das ist ungefähr, so weit war ich auch. Viel mehr habe ich selbst noch nicht gesehen. Jetzt muss ich doch ein bisschen lauter machen, ist mir doch ein bisschen zu leise. So. So, gucken wir mal. Also, es gibt verschiedene Stufen anscheinend. So, da ist die Musik. Sehr schön. Ah, sprinten kann man auch. Echt? Hä? Wo dann? Oh, ich habe irgendeine Münze eingesammelt. Weiß gar nicht, was ich da treibe. Kann da irgendwie schlagen. Mit X. So, gucken wir mal hier rein. Steuerung. Also, das Menü ist auf Start halt eben. Zaubern auf Y. Jo, Aktion, Kamera bewegen. Jo, das wird sich eigentlich alles noch so rausstellen, denke ich mal. War jetzt nichts so Dramatisches dabei, was ich so nicht kenne. Kann ich da irgendwas verprügeln? Bringt das mir was? So, und jetzt haben wir irgendwie, genau, hier ist es Menü. Das fand ich auch geil, hier Fische. Deine Rekordfische werden hier angezeigt. Da musste ich irgendwie direkt schon lachen. So, das Hauptmenü. Dann gehe ich zurück zum Hauptmenü. Speichert der automatisch ab? Möchtest du wirklich zurück zum Hauptmenü? Nö, möchte ich jetzt im Moment nicht. 3 Minuten haben wir gespielt. 3 Minuten 26. Also ihr seht, ich habe euch nicht angelogen. So, da hatte ich direkt schon Bock. Hier mit Level-System finde ich geil. Landstreicher. Jetzt haben wir hier verschiedenste Aufgaben. Ah, die dann EP geben. Ah, so läuft das ab. Das geht gar nicht über
Ich habe es jetzt erkannt mit den EP da oben, das wird dir so angezeigt mit dieser blauen Einheit hier oben, Diamanten, was auch immer, sammle deine ersten 25 Münzen, lies was weiß ich wie viele Schilder, also lesen wir hier Schilder. Kann ich da einfach so runterjumpen, bin dann tot oder was? Ah ne, das geht, oh das finde ich gut gemacht, das finde ich immer sehr gut, wenn es ein Spiel nicht ermöglicht, dass ich, was jetzt? Hä? Hallo? Oceanmann, alles cool? Ah, jetzt kann er sprinten und dann wird er müde oder was? Dann ist immer lieber noch ein Schild. Hebe mit der A-Taste einen Krug auf. Also generell erinnert das hier natürlich ganz stark an irgendwas, ne? Ich denke, das muss ich nicht erwähnen. Ja, auch mit dem, dass das so auf der See spielt und so weiter. Aber ich habe richtig Laune, das kann ich schon mal sagen. Bin echt mal gespannt. Also ich kann bis jetzt sprinten und schlagen, mehr kann ich noch nicht. So, ich werde ja hier hochgeführt eigentlich. Hier oben soll ich irgendwo hin. So komme ich aber nicht hin. Kann ich springen? Ne, kann ich auch nicht. Ich kann ja nichts machen, also laufen wir einfach mal raus und verkloppen alles Mögliche. So, die Minikarte enthüllt vielleicht. Die Minikarte enthüllt vielleicht Geheimnisse. Echt? Ah, ja, genau. Da mit dem. Ah, jetzt kann ich hier so die Kamera noch drehen. Das habe ich ja eben gelesen. Oh, wie geil. Ich freue mich. Hermitshütte. Jo, wegen mir. Ich freue mich echt wie Sau darauf. Ich habe richtig Bock. Darf man wie Sau sagen? Jo, bestimmt, oder? So, das bringt nichts, wenn ich die Dinger da rumwerfe. So, ich brauche EP, also müssen wir Münzen sammeln. So, hör mit. Alles klar? Hast du gut geschlafen, Kleiner? Hast du gut geschlafen, Kleiner? Hast du immer noch den gleichen Albtraum? Als dein Vater noch jünger war, besuchte er diese Insel oft auf seinen Reisen. Jo, alles klar. So, jetzt kann ich da irgendwie reinmarschieren. Also das ist für mich auch alles neu. Spiel gespeichert. Ah, okay, da unten steht's ja immer. Cool. Wir hauen dem seine Bude einfach kurz und klein. Ist das so sinnfrei? Ich liebe es. Hä? Nein, du sollst werfen. Aber spielt sich cool. Finde ich cool, dass es eine deutsche Übersetzung gibt. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Um diese Truhe zu öffnen, brauchst du einen Generalschlüssel. Okay, und wo bekomme ich den her? Einen Generalschlüssel. Klingt so, als ob es mehrere Generalschlüssel gäbe. Egal, gehen wir mal wieder raus. Die Sonson-Klippe und das Spiel ist wieder gespeichert und ich mache irgendeinen Quatsch. Kann ich hier hochklettern? Das wäre doch mal so eine Maßnahme. Ne, kann ich nicht. Aber ich kann hier hochgehen und dann nochmal runterspringen. Da unten ist er, der Käfer. Er will verprügelt werden. Ich freue mich schon drauf. Oh, wie geil. Heute ist ein guter Tag. So, hallo? Ne, ich will verprügeln. Ah, der geht dann immer nur dort runter, wo es auch Sinn macht. Das ist ein Kontrollpunkt aus der... Was? Arkadischen Ära. Jo. Wenn dir etwas Schlimmes zustößt, tauchst du auf magische Weise hier wieder auf. Kontrollpunkte findest du auf der ganzen Welt, vergiss aber nicht, sie zu aktivieren. Wenn du ihnen begegnest und keine Sorge, dein Fortschritt und alles, was du aufgesammelt hast, wird ständig gespeichert. Sehr geil, dann habe ich keine Sorge mehr, dann kann's losgehen. Ich gehe jetzt einfach mal da hinten irgendwen verprügeln. Ne, macht das Sinn? Oder soll ich vielleicht doch vorher, kann ich das hier rausheben? Kann ich tatsächlich Flaschenpost? Ole, ole. Ne, doch nicht. Ich hab schon richtig Bock. So, da kann ich irgendwie rein. Da oben ist irgendjemand gestorben. Hier ruht Treppo, der Archäologe. Jo, echt? Kann man vielleicht was ausgraben später mal. Hier könnte ich reinkrabbeln. Um dann hier oben rauszukommen. Das wäre natürlich eine Theorie. Machen wir mal. Funktioniert das so? Höhlen. Nein, ich find's schon zu... Nein! Nein, Oceanmann. Ja, stimmt. Wie heißen wir eigentlich? Wurde das schon gesagt? Habe ich nochmal nicht aufgepasst? Bestimmt, oder? Oceanmann, wie heißt du? Oh, 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 Gegner, Hilfe! Oh, der macht sehr viel irgendwie. Jawohl, kriege ich Erfahrungspunkte bitte? Jawohl, man kriegt Erfahrungspunkte, das finde ich auch cool. Ich bin kein Landstreicher, bald bin ich der Held der Welt. Oh, da habe ich schon richtig Bock drauf, da ein paar Gegner zu vermöbeln, dann aufzusteigen und so. Jo, hat natürlich Zelda-typische Anleihen, das Ganze hier, definitiv. Auch mit den Herzen, mit allem so. Aber richtig geil. Jo, holen wir die Flasche und werfen sie sinnlos gegen den Baum. Warum auch nicht? Das sind wichtige Sachen, die hier passieren. Jetzt kann ich hier hinten runterjumpen oder auch nicht. Oh ne, was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Das war jetzt der größte Quatsch, den man machen konnte. Ah ne, man kann den Baum vermöbeln. Das könnte ja irgendwie noch... Ach jo, klar. Hier abgeht. Jo, ne, bringt mir gar nichts. Hochspringen kann man nicht mehr, oder was? Naja, ich komme nicht mehr hoch. Also war das gerade absoluter Käse, was ich da gerade gemacht habe. Weil ich wollte ja eigentlich zu der Kiste da oben. Oh Leute, was mache ich da schon wieder? So, erhol dich bitte.
Aber da könnte ich wirklich einen großen Spaß dran haben an dem Spiel hier. Das kann ich schon mal verraten. Welch großes Geheimnis, ne? So, hier hoch. Spiel ist nochmal gespeichert. Da unten ist der Käfer. Ups, was mache ich jetzt? So, das ist alles Schwachsinn. Wo ist dann eben diese komische Fee dahin? War das ein Flieg? Quatsch, ne, diese. Ja, ich sag schon Fee. Merkt ihr was? Kein Gegner mehr da. Schade, ich wollte noch Erfahrungspunkte machen. So leicht geht's dann doch nicht. So. Ich wollte da hinten runter. Ich habe gedacht, da hinten wäre irgendwas. Ein Geheimnis. Also muss ich hier runter. Muss ich hier auch einen Generalschlüssel benutzen? Nee. Okay. Das Ding macht er auf. Und kriegt 25 Erfahrungspunkte. Du hast einen groben Entdeckerkristall gefunden. Das bringt dir 25 EP ein. Jawohl. Wie mal abgehen. Es ist Wahnsinn. Kann ich da dagegen brettern oder so? Ja, wir sind immer noch Landstreicher, wie gesagt. Und schmeißen irgendwas durch die Gegend. So, gut, dann gehen wir mal hier über diese Brücke, um dann da hinten hinzukommen, wo wir auch... Ah, stimmt, da unten auf Menü, Moment. Ah, hier könnte ich noch ein bisschen was an, ja, Sound ein bisschen verändern, Steuerung, Protokoll habe ich noch. Oh, cool, haben echt an vieles gedacht, muss ich sagen. So, wir haben dann hier diese Aufgaben, ja, die werden da nicht konkret angezeigt. Also, ich sehe ich nur da unten dann auf der Minimap, oder was? Dort soll ich dann hin und da ist irgendein dickes Vieh und... Ach du Gott. Da sind jetzt Feinde eingezeichnet und da ist ein Schild. Wirf Objekte, halte, während du ein Objekt trägst, die A-Taste gedrückt und ziele mit dem linken Stick. Okay, um zu werfen. Machen wir natürlich. Hä? Hab ich gemacht? Hallo? Jo. Das funktioniert gerade. Ach so. Ah, okay, so ist das gemeint. Ja, jetzt habe ich es gerafft. Einfach nur gedrückt halten und dann... Ich habe gedacht, da käme sowas wie eine Anvisierungskreuz, Fadenkreuz, wie auch immer. Anvisierungskreuz, ja, ist klar. Oh, Maden. Ihr bringt Erfahrungspunkte. Alter, macht das Laune. Ohne Quatsch. Da kommen Erinnerungen hoch und da habe ich richtig Bock drauf. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Mehr kann ich da gar nicht dazu sagen, was da hinten... Mache ich jetzt wieder das erste vorm letzten, oder was? Ah, da kann man auch... Was? Och nö, langer. Jetzt kann der nicht schwimmen, oder was? Ist der doof? Verliert man... Moment, das ist auch ein Test für mich. Verliert man immer ein halbes Herz, oder was? Ja, der sauft dann ab und dann ist ein halbes Herz weg, okay. Jo, auch nur mal so von der Spielmechanik. Also der Typ kann nicht schwimmen. Was ich gar nicht schlimm finde. Ist absolut in Ordnung. Ja. Weil dann... ist das Wasser halt eben mal draußen. Das finde ich manchmal ganz gut, da ewig rumschwimmen, aller Hexer. Das haben wir ja auch manchmal gesehen, wie nervig das sein kann. So, bam, jawohl, da sind Münzen. Sehr geil. So, 25 muss ich sammeln, um dann irgendwann mal ein Level abzubekommen oder so. Ja, die Steuerung ist sehr eingängig, das finde ich schon mal super geil. So, was ist hier los? Überall auf der Welt sind Münzen versteckt und Herzen und andere Objekte. Okay, da wissen wir auch da Bescheid. So, dann schmeißen wir mal Flaschen durch die Gegend. Warum auch nicht? Ich glaube, wir brauchen mal ein Schwert, dass wir vielleicht diese Objekte auch zerschlagen können. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Oh, geil. Da, hier werde ich meine wahre Freude dran haben, ohne Quatsch, ey. Sehr geil. So, die Tür kann ich natürlich nicht öffnen, höchstwahrscheinlich. Nö. Da brauchen wir wieder so einen Schlüssel. Kann das... Nö, Holz kann er nicht anheben. Ah, oh, da haben wir ein Herz gefunden. Sehr schön. Da ist mein Versuchs... Geschichte ist dann auch schon vorbei. Versuchsgeschichte, ihr wisst, was ich meine. So. Also mein Versuch hier mit dem Absaufen da. Oh, da ist er wieder. The Big Man. So, komm her, Big Man. Bam. So sieht's. Oh, werfen lohnt sich ja richtig. Gib Erfahrungspunkte. Sehr schön. Wie viel haben wir denn jetzt? 27. Das ist ja fast schon ein Level up. Ne, wenn wir jetzt noch ein paar Aufgaben erledigen, noch ein bisschen rumlesen und so weiter, dann könnte das echt klappen. So, mit der A-Taste kannst du Objekte schieben. Echt? Ja, dann machen wir das mal. Das hier? Ah, ne. Ah, so ist es gemeint. Ja, klar. Das gute alte Zelda-Rätsel. Jo. Und da finden wir doch direkt unseren ersten Schlüssel. Sehr geil. So, hier hoch. Schlüssel finden. Und dann kann die Party starten. So ist es. Du hast einen einfachen Schlüssel gefunden. Es ist unfassbar. Ich kann es kaum glauben. Es ist Burner-mäßig. So, da brettern wir wieder durch die Gegend. Auch optisch ist die, ja, wie soll ich sagen, die Ähnlichkeit zu einem gewissen Held, der mit L anfängt und mit Ink aufhört, nicht zu leugnen, nennen wir es mal so.
Ja, und da würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle hier weiter. Ich freue mich schon tierisch drauf, hab richtig Bock auf das Game. Ja, so einen gewissen, ich sag's jetzt mal, so ein Zelda-Klon in Anführungszeichen hier auf der Xbox, hab ich Bock drauf, tierisch sogar. Und deswegen mache ich auch direkt weiter, freue mich auf den nächsten Part, wünsche euch einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.